Mich hat beeindruckt die Praxisrelevanz, dass hier Menschen zusammen sind, die einfach an der Technologie dran sind, die weiterentwickeln, die konkret gucken, wo ist das Ziel, Sparsamkeit zu erreichen, in dem Falle mit kleinen Anlagen, aber ja auch mit großen. Und die sich diesem Thema einfach aus fachlicher Seite widmen, ohne Vorurteile. Und das hat mich beeindruckt. Gut, das eine ist ja, dass die Bürger ihr Haus warm haben wollen. Und dazu kommt dann eben der Effekt, dass man Strom noch entweder selbst nutzt oder einspeisen kann. Das kann man ganz klar zwischen Daumen und Zeigefinger natürlich, muss sich's beweisen. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, dass eben die Bürger wissen, hier ist eine Technologie, auf die kann ich mich verlassen und ich komme mit der Einsparung dann finanziell besser zurecht als vielleicht bei anderen Alternativen. Wir haben jetzt zurzeit die Förderprogramme laufen, die laufen und wir werden jetzt im Rahmen des Energiekonzeptes, was ja zurzeit von der Regierung erarbeitet wird, uns auch mit diesen Förderkriterien dann beschäftigen. Und dann natürlich gucken, justieren wir etwas nach oder nicht. Insofern ist diese Veranstaltung schon terminlich gut gesetzt, dass wir uns damit dann auch mit diesen Eindrücken, die wir hier bekommen haben, dann auch auseinandersetzen können.